Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf dem Gefechtsschützstand, wie auch immer, Schützenclub von Los Santos. Wir haben hier noch so zwei, drei kleine Schießmissionen vor uns, die wir gerne nochmal versuchen wollen. Und ja, dann werden wir mal wieder draußen unser Unwesen treiben. So, damit haben wir jetzt gleich schon mal Bronze sicher. Oder hier können wir es mal ein bisschen ballern, oder was? Erstmal nachladen. Wir haben noch eine Minute Zeit. Aber hier kann man, glaube ich, richtig krass viele Punkte machen, wenn man ein bisschen ordentlich trifft. Aber jetzt verziehen wir so ein bisschen krass. Also kriege ich nicht mal Silber zusammen, wenn wir so schlecht schießen. Also da sollte man nicht durchgehend ballern, sondern man soll ein bisschen, man hört es, ne, so ein bisschen Klick-Klick. Und schon ist ein ganz anderer Schnack. So, schaffen wir noch. Ja, Mist, genau jetzt müssen wir nachladen. Wir brauchen noch 1000 Punkte. 210 fehlen uns. Nee. Naja, nicht ganz so schlimm. Damit haben wir schwere Waffen freigeschaltet, ne? Yes. Die Gatling-Kanone, richtig cool. Okay. Weiß gar nicht, was sollen wir hier eigentlich machen? Einfach so wegballern alles, oder was? Kann man mal machen, oder? Sieht punktetechnisch gar nicht mal so schlecht aus für uns. Wir könnten jetzt schon aufhören, haben schon Gold. Man trifft mit der auch echt gut. Man kann aber auch mit der eigentlich gar nicht treffen, ne? 84.000 Punkte, 50.000 hätten wir haben sollen. So. Den gehen wir auch noch durch, Leute. Und dann, ja, ne, dann haben wir einen noch und dann waren wir auch genug auf dem Schießstand, das ist klar. Ich freue mich schon, wenn wir die mal draußen im Einsatz sehen, gegen Polizei. Reicht nicht ganz, war nur Silber. Ein bisschen verballert. Unendliche Ziele benötigen mehrere Treffer, pausenlose Treffer erhöhen den Multiplikator. Ja, ich brauche keine Pause. Einfach mal so alles wegballern hier, alles was kommt. Jo, Gold haben wir. Aber auch schon wieder sowas von. Das ist wieder gut gewesen. Schön konzentriert hier bei der Sache. Perfekt. Doppelt, ne? So, liebe Leute. Du erhältst jetzt einen Nachlass von 10% auf alle Waren bei Ammunition. Nice. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich echt gelohnt. So. Besten ist und so. Nee, sind wir nicht. Also, ne, es ist jetzt nichts Weltbewegendes gewesen, aber es war auch nicht schlecht. Also hat Spaß gemacht. Schießstand verlassen? Ja, wir müssen auch mal wieder was anderes machen. Unsere Skills haben wir auf jeden Fall trainiert, würde ich mal behaupten. So, Leute. So. Hat er recht. Oh, unser Auto steht noch da. Oh nee, jetzt klicke ich wieder aus dem Spiel raus. So, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Zu dem Fragezeichen mal wieder. Aber das war, glaube ich, musst du mit dem anderen hin, oder was war das noch? Mit wem musste man noch zum Fragezeichen? Mit dem anderen Typen, oder? Ich
Er hat gerade aktuell nichts zu tun, oder wie? Stuntflugzeug-Zeitrennen. Sollen wir das mal machen? Das kriegen wir auch nie hin, oder? Kann man das einfach so machen? Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Was? Yay, 12 Tacken verdient. So. Achso, 5,7 Kilometer in die Richtung mit dem Auto. Ich glaube nicht. Oh, was haben die denn da gemacht? Kleine Heizerkarre hier, ne? Cityflitzer. Richtig gangsterhaft. Alter Schwede. Dann fahren wir hier mal wieder so ein bisschen was durch die Gegend. Vielleicht lernen wir auch nochmal neue Regionen kennen. Keine Ahnung, ob ich Flugzeug fliegen kann. Aber ich fahre die ganze Zeit Vollgas, ne? Also nicht mehr rauszuholen aus der Karre, ist klar. Aber genießen wir ein bisschen die Landschaft. Überlegen uns, dass wir uns vielleicht so ein Auto hier holen. Ja, guck mal, nicht so blöd. Ja, schöne Strumpfhose. Kannst den kleinen nehmen. So, da haben wir wieder ein standesgemäßes Auto. Damit können wir zumindest auch heute noch an. Also ich glaube, auch wenn die Aktion ein bisschen Zeit gekostet hat, hier sehen wir, jetzt haben wir den wieder eingeholt, sind wir insgesamt bestimmt schneller da. Noch 2,7 Kilometer hier. Hier kann man richtig cool fahren, ne? So. Ja, Wohnmobil, wir können ein bisschen Wohnmobil fahren. Oh, hier sollen wir runter. Sind wir denn hier bloß gelandet? Mal ein bisschen Bus fahren. Larry's. Ah, hier waren wir schon mal, ne? Ich glaube, einmal waren wir hier schon. Da, das hier sieht aus wie so eine Piste. Ah. So, wir sind da. Dennoch. Können wir hier mitfliegen oder was? Nähere dich vom Flugzeug und drücke F, um Stuntflugzeug Zeitrennen zu starten. Oh, oh. Können wir, oder? Stimmt. Beste Medaille. Flughafen, Rundflug, Höhenflug. Verbessern deinen Fliegerwert, okay. Ja, müssen wir ja machen. Lass mal das erste hier machen. Ich habe keine Ahnung. Starte von der Rollbahn und fliege zum ersten Control Point. Ja, versuchen wir mal. Müssen wir nur wissen. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss man eigentlich nur noch so ein bisschen wissen, wie lenkt man denn eigentlich das Flugzeug. Okay. Andersrum. Alter Schwede. Krass. Fehlschlag. Ja, das ist ungünstig. Das mit der Drehung hat noch nicht so gut funktioniert. Erneut versuchen. Komm, eine Chance geben wir dem Ganzen noch. Also heute. Ups. Vielleicht auch noch eine Chance mehr. Ich fahre erstmal ein Stück rückwärts.
Ja, das muss ich halt nur direkt wissen, wie es jetzt, ne? Jetzt weiß ich halbwegs, wie es geht. Jetzt glaube ich, kriegen wir es hin. Die sind krass wendig, alter Schwede. Aber sind ja auch Stuntflugzeuge, ne? Ist klar. Ah, falsche Richtung. Das ist ja heftig. Gar nicht mal so leicht, Leute. Sollte ich vielleicht besser in der Innenansicht fahren? Ah, krass, wie schnell er auch abhebt. Also werden jetzt am besten schon umdrehen, ne? Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen hier von der Fahrbahn, wollte ich sagen. Oh Gott. Alter, nein! Oh, kleine Ehrenrunde. Also kann man die Karte ja auch richtig cool kennenlernen. Bitte schön. Wir sind wieder auf Tour. Aber ich werde es nie schaffen. Also das ist schon mal ganz klar. Sieht auch wieder aus, als müssten wir irgendwie schräg fliegen oder so. Was zählt er denn schräg? Ich glaube, das zählt gerade noch so. Oh, da müssen wir unter der Brücke durch. Alter, nein! Was? Irgendwie ein Punkt, ne? Nein, falscher Knopf. Das ist aber auch fies gemacht, Leute. Richtig fies gemacht. Ja, da muss ich sagen, einen letzten oder gar nicht mehr. Schreibt es mir mal in die Kommentare, Leute, ob ich mir das nochmal wieder antun soll. Also. Über und unter Brücken. Stehe den vorigen Kurs mit Bronze oder besser, um den Kurs freizuschalten. Ach, der ist noch gar nicht freigeschaltet. Na komm, einmal versuchen wir es noch. Wo wir schon mal hier sind, so nach dem Motto. Und ich finde, das hat auch was. Sieht cool aus mit dem Sonnenuntergang da so im Hintergrund. Oder nee, eigentlich ist das so ein Aufgabe, oder nicht? Ich weiß es nicht. Oh nein. Mensch, das könnte alles so einfach sein, wenn man es ein bisschen könnte, ne? Wenn man es auch schon ein paar Flugstunden hätte vielleicht. Also wir haben ja noch 0 Flugstunden. Ihr seht, das sind meine ersten... Ups, reichte nicht. Meine ersten GTA-Flugstunden hier. Das ist natürlich immer... Ups. Alter, nein. Ja. Ich sag mal nichts. Fehlschlag. So, ich habe jetzt genug Fehlschläge erlitten. Das reicht mir jetzt hier. Ich soll lieber wieder Tennis spielen, ne? Nö, gefällt mir nicht so gut. Kriege ich nicht hin. So, lassen wir ihn einfach mal hier stehen. Können wir auf die Frau? Beenden möchtest du? Nee. Ach so, ist das die Frau aus meinem hier? Wir hatten ja einmal online gespielt. Ich weiß es nicht. Toll, was mache ich jetzt hier? Doch nochmal das Flugzeug nehmen, einfach ein bisschen sinnlos durch die Gegend fliegen. Ah, ein Medipack. Kann man aber aktuell gar nicht brauchen. Ansonsten würde man ja auch vermuten, dass in so einer Lagerhalle irgendwo in der Ecke ein paar Waffen liegen oder so vor uns. Ne? Ein bisschen Munition, irgendwas, was wir brauchen können.
Können wir hier rein, nö. Moped fahren. Es sind aber auch ranzige Karren, die hier stehen. Nehmen wir die oder was? Oh nö. Die hässliche Karre macht so einen Lärm. Alter, allein die Scheinwerfer vorne sind schon echt eine wahre Pracht. So, dann lass uns doch mal zu den Fragezeichen gehen, oder? Wo ist es denn? Ja, komm, da gehen wir hin. 5,7 Kilometer. Ja, ist das ein Elektroauto? Das macht aber auch keine Geräusche. Also, möglichst zügig organisieren wir uns ein anderes Gefährt. Der Roller ist ja auch nicht so cool. So, dann Flugzeugteile. Okay. Oh. Das ist auch nicht viel. Naja, Alter, was eine Karre. So, so ein Hummer nehmen. Ein Hummer. Ah, der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Durchschlagskraft und ich glaube minimal mehr Power. Ist jetzt auch nicht so das rasende Auto, aber passt schon. Auch schön. Was macht er da für eine Panikaktion? Ich wollte nur ein bisschen versuchen üben, auf Reifen zu schießen. Oh, sind wir falsch gefahren? Haben die uns erwischt oder was? Vor uns fahren die Bullen. Oh, da hätte eine Straßensperre. Was ist da los? Die warten richtig auf mich. Von hinten ist aktuell noch nichts. Warte noch kurz, zwei Sterne blicken gerade. Vielleicht gehen die ja gleich weg. Oh, jetzt kommt hinter uns einer. Ich bin noch nicht so krass ausgerüstet, liebe Leute, dass wir jetzt hier so einen richtigen Amok mal machen können. Werden wir aber mit Sicherheit noch. Aber das machen wir in einer der nächsten Folgen. Und wir werden dann auch in der nächsten Folge zum Fragezeichen fahren. Denn... ja, genau. Hab jetzt die Sterne losgeworden und würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt mich immer gerne mit Like. Vielen, vielen Dank. Bis dahin und tschüss.